Komm zu dieser Qigong-Praxis für das Holzelement des Frühlings, das Qi beruhigen und sanft und frei fließen lassen. Und zu Beginn finde einen angenehmen aufrechten Stand, die Arme locker zu den Seiten, die Knie locker angebeugt, deine Wirbelsäule aufrecht. Bring ein kleines Lächeln auf deine Lippen. Dann beginne sanft mit deinen lockeren Fäusten so in die Mitte deines Rückens zu klopfen, Zentrum des Lebens, Ming Men, das Tor des Lebens genannt, um so die Energie in deiner Mitte zu aktivieren. Und aus dieser Bewegung heraus kannst du nun locker zu schwingen beginnen, ein bisschen zu wippen, die Arme, die Beine auszuschütteln. Die Übung nennt sich auch den Baum schütteln. Dir dabei vorstellen, ja, so alte Energien, Spannungen loszulassen, abzuschütteln. Vielleicht auch einfach die Schwere des Morgens oder die Schwere des Winters. Finde dich wieder zu deiner Mitte und beginne sanft deine Körperseiten von den Achselhöhlen bis zu den Hüften zu klopfen, das auf jeder Seite, um so das Qi der Leber zu beruhigen und den sanften Fluss des Qi zu aktivieren. Dann komme wieder zur Mitte zurück und beginne mit sanften, wellenförmigen Bewegungen deine Arme nach vorne zu heben und ausatmen zu senken. Aber stellst du dir vor, dass deine Arme sanft durch das Qi gleiten. Einatmen nach oben, ausatmen, senken. Dann erweitere diese Bewegung, bringe nun mit der Ausatmung deine Hände nach vorne. Und lass die Hände wieder sinken. Einatmen, heben, ausatmen, sinken lassen. Einatmen, heben, ausatmen, sinken, heben und nach vorne schieben. Lösen und sinken. Einatmen, heben, ausatmen, nach vorne. Einatmen, zurück, ausatmen, senken. Dann erweitere noch einmal diese Bewegung. Einatmen, oben, ausatmen, sinken. Heben, ausatmen, nach vorne. Einatmen, zieh zurück. Ausatmen, zur Seite. Einatmen, zurück und ausatmen, sinken. Diese Übung nennt sich auch, das Qi in alle sechs Richtungen zu bewegen. Das Qi steigt auf, das Qi sinkt. Das Qi weitet sich aus, zieht sich zurück, dehnt sich zu allen Seiten aus. Wiederhole das noch in deinem eigenen Atemrhythmus. Dann lass deine Arme zur Seite sinken, bring sie mit etwas Abstand zu deinem Körper und dreh dich so um deine eigene Achse, sodass deine Hände deinen Körper bescheinen, dich so von Seite zu drehen. Das aktiviert nochmal das Gürtelgefäß, den Daimai, der auch ganz besonders mit dem Gallenblasenmeridian verbunden ist.
Dann heb nun deine Arme sanft im Wechsel von Seite zu Seite, öffne deine Körperseiten. Ein Baum, der sich im Wind bewegt, die Übung nennt sich auch, der Baum bewegt sich sanft im Wind. Lass dich mit deinem Atem hier fließen. Die Körperseiten öffnen. Dann zur Mitte zurück, mache einen Schritt zur Seite in so einer Art Kriegerposition, streck die Arme zur Seite, mach deine Hände zu Krallen und lehn dich zurück. Lass deine Arme gleiten und wechsel die Seite. Deine Handflächen zeigen nach vorne, deine Hände sind wie Krallen und versuch diese Übung kraftvoll zu machen, während du dich zurücklehnst und dabei auch wieder deine Körperseiten öffnest, den Gallenblasenmeridian aktivierst. Und während du wechselst, deine Hände einfach sanft von Seite zu Seite gleiten lassen. Kraftvoll, wie ein Tiger. Die nächste Übung, öffne nochmal dein Knie zu einer Seite, dein vorderes Knie. Lehn dich zu dieser Seite so ein bisschen und dann beuge das andere Bein, strecke das vordere Bein. Stell es dann ab und beug dich über dein vorderes Bein, komm nochmal nach oben, beug es nochmal an. Diese Übung nennt sich auch in alle vier Richtungen bewegen. Das gleiche auch zur anderen Seite, also Bein beugen, strecken, beug dich nach vorne und beuge es nochmal. Das sind diese vier Bewegungen zur anderen Seite. Beugen, strecken, vorbeugen und nochmal beugen. Diese Übung spricht ganz besonders den Lebermeridian an, der so an den Beininnenseiten sitzt. Beug dich dann und wechsle dann zur anderen Seite. Mal so im Wechsel in deinem Atemrhythmus. Finde dich dann in die Reiterposition und bringe deine Ellbogen neben deinem Körper, die Handflächen zeigen nach oben. Geh dann etwas tiefer und stoß mit einer Faust nach vorne, Handrücken zeigt jetzt nach oben. Und wechsle. Diese Übung kennst du vielleicht aus dem 8-Brokate-Qigong mit den Fäusten stoßen und den Augen funkeln. Beruhigt das Leber-Qi und auch das Herz-Qi, denn ja, wenn die Leber gestresst ist durch Emotionen, dann wirkt sich das auch auf das Herz aus. Und so kannst du nochmal so allen Frust und Ärger loslassen mit dieser Übung und so langsam deine Emotionen beruhigen, das Qi beruhigen. Dann löst die Hände wieder, sammel das Qi über die Seiten und führst
in deinen Körper ein. Chi sammeln und in deine Mitte führen. Noch einmal. Und bringe dann deine Hände so etwas unterhalb deiner Brust, sodass deine Handflächen deine Brust bescheinen, findest dich wieder im aufrechten, angenehmen Stand. Position nennt sich Stehen wie ein Baum. Eine stehende Meditation, die nochmal die Leber beruhigt, die Emotionen beruhigt. Du kannst dir vorstellen, wie aus deinen Handflächen ein sanftes grünes Licht in deine Brust strömt und die Gefühle von Mitgefühl und Gelassenheit in deinen Körper fließen lässt. Dann löse nochmal, sammel nochmal das Qi über deine Seiten ein und führe das Qi in deinen Körper ein. Dann deine Hände schalenförmig vor deinem Unterbauch zusammen. Bringe eine Hand nach außen und über die Mitte nach vorne in einer zentrierenden Bewegung zum Abschluss. Bung nennt sich auch Zentrieren. Dann bringe nochmal deine Hände vor deinem Unterbauch zusammen. Bring deine Beine etwas enger zusammen. Du kannst wie so ein Bambus im Wind hin und her schwingen. Noch einmal so in diese Qualität der Flexibilität, der Gelassenheit und der Stärke eintauchen, die ja das Holzelement schenkt. Dann nimm diese Gelassenheit und Stärke mit in deinen Tag. Und ich danke dir, dass du dabei warst. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis bald.